Irgendwo in Deutschland. Ein ganz normaler, kühler Novembertag in einer kleinen Gemeinde. Ein ganz normaler Tag? Nein, irgendetwas ist heute anders. Nur was? In den Jagdrevieren herrscht gespannte Aufmerksamkeit. Ist es schon wieder soweit? Und als die Jagdhornklänge der traditionellen Hubertusmesse auch den letzten Fuchsbau erreicht haben, wissen die Dorf-, Wald- und Feldbewohner es genau. Heute ist Treibjagd. Nicht irgendeine Treibjagd, nein, heute ist das einmal im Jahr stattfindende große Treiben angesagt. Und Jagdgäste aus nah und fern sind der Einladung der Revierinhaber gefolgt. Mit dem Segen der Kirche und einem Weidmannsheil geht es los. Das große Treiben beginnt, wie alle Treibjagden in Deutschland, mit Aufbruch zur Jagd. Und dann geht es wirklich los. Und obwohl das große Treiben hier jedes Jahr stattfindet, ist es für alle Teilnehmer immer wieder neu. Die Revierinhaber sind guter Hoffnung. Gesät hat man genug. Sei es bei der Raubwildbekämpfung, der Biotoppflege oder anderer wichtiger Hegemaßnahmen. An die Adresse aller Nichtjäger nur so viel. Jagd ist auch Hege. Jagd ist eine künstliche Regulierung des Wildes. Voraussetzung für den Erhalt des biologischen Gleichgewichts in der Natur. Der Jagdleiter hat die Jagdscheine kontrolliert und die Wildarten bekannt gegeben, auf die heute gejagt werden darf. Sind genug brauchbare Jagdhunde vorhanden? An alle Jagdscheinanwärter. Der Jagdleiter übernimmt die Leitung bei jeder Art von Gesellschaftsjagd. Seinen Anordnungen